Auch junge Menschen finden unsere Rentenkampagne wichtig. Das wurde bei unserer Befragung auf dem Universitätscampus in Frankfurt am Main deutlich. Wir haben ihnen die Plakate unserer Rentenkampagne gezeigt und sie nach ihren Ansichten zur Rentengerechtigkeit und Altersarmut gefragt. Ich glaube, das ist eine der Sachen, vor der wir alle ziemlich viel Angst haben. Das denke ich auch. Also ich finde es sehr schade, dass man neben seinem Vollzeitjob auch oft dann einfach noch einen Aushilfsjob braucht, um über die Runden zu kommen. Und wenn man dann 40 Jahre arbeiten geht und dann davon am Ende nicht leben kann, ist das schon suboptimal. Für den VdK steht fest, alte und auch junge Menschen müssen sich auf eine gerechte Absicherung durch die gesetzliche Rente verlassen können. Ich denke einfach, der Kontrast mit jung zu alt, da legt sich mit der Zeit wieder. Dementsprechend denke ich, dass es eher tatsächlich einen Kontrast zwischen arm und reich geben wird. Das ist so für mich sowieso ein größeres Problem, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter aufgeht. Und was haltet ihr davon, dass die Rente gekürzt wird, obwohl man sich kaputt gearbeitet hat? Wer weiß schon, ob er krank wird oder einen Unfall hat oder was auch immer und nicht arbeiten kann. Finde ich schon gut, dass wir ein soziales Sicherungssystem haben, das eins gibt, was darauf reagieren kann. Da sollte man auch finanziell sich gegenseitig helfen, finde ich. Also insbesondere, wenn einer zum Beispiel früher in Rente gehen muss. Ich finde zumindest, dass es keine andere Lösung gibt, weil was will man sonst machen? Da sind Menschen in Notsituationen oder in Situationen, aus denen sie eigenständig nicht rauskommen. Und ich glaube, das ist einfach die Verantwortung vom Sozialstaat, da mitzuhelfen. Für eine gerechte Rente für alle muss aus Sicht des VdK die gesetzliche Rente zu einer erwerbstätigen Versicherung ausgebaut werden. Es macht für mich erstmal Sinn, dass in einer Gesellschaft jeder, der verdient und dann auch in einen Pott zahlt, der dann verteilt wird. Und auch Politiker, die einen sehr guten Spitzentagessatz kriegen, meiner Meinung nach sollten die auch einzahlen. Einfach damit es fair für alle ist, weil ob ich jetzt Arzt oder Politiker bin, ist eigentlich egal für die Rente im Endeffekt. Man verdient mehr, muss aber nichts einzahlen und bekommt irgendwo auch mehr als alle anderen. Das macht eigentlich ja gar keinen Sinn. Ich denke, das wäre schon viel gerechter, wenn jeder einfach was einzahlt, beziehungsweise einfach die mehr verdienen, einfach noch ein bisschen mehr. Denkt ihr also, dass Menschen mit hohen Einkommen einen stärkeren Beitrag für die Allgemeinheit leisten sollten? Ich finde, das ist tatsächlich der Punkt, an dem man am besten ansetzen kann, weil auch das ist natürlich wieder ein Eingriff und das wird auch vielen Menschen nicht gefallen, aber es ist unglaublich ungerecht und diese Schere, die wird breiter und breiter und was will man sonst dagegen tun? Also wir müssen irgendwo ansetzen und am leichtesten setzen wir da an, dass oben gekappt wird und das unten dran gesetzt wird. Der Spitzensteuersatz für die Superreichen könnte auch erhöht werden, aber ich glaube, mit der jetzigen Regierung geht man jetzt nicht so in die Richtung. Zum Beispiel auch Erbschaftssteuer. Wird ja auch nicht genug getan, meiner Meinung nach. Also es gibt schon viele Punkte, wo man was verbessern kann. Natürlich, die mehr verdienen, die wollen natürlich auch nicht mehr abgeben, weil sie sich denken, ja okay, ich habe auch was dafür getan, kann ich auch verstehen, aber trotzdem bleibt für die ja auch genug da. Deswegen verstehe ich nicht, wo da der Geiz, wo der herkommt einfach. Wir als VdK fordern im Kampf gegen soziale Ungleichheit eine Steuerpolitik, die Vermögende stärker in die Pflicht nimmt. Klar, es tut vielen ganz Reichen im Endeffekt nicht weh. Aber vielleicht kann man da auch unternehmensseitig eine Regelung finden, dass die da mehr übernehmen, weil die Unternehmen in Europa relativ wenig Steuern zahlen. Wenn Sie ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, bestehen bleibt, sollten Sie das aus Eigeninteresse tun. Ja, das ist die Basis vom Sozialstaat. Die Umverteilung ist Basis vom Sozialstaat und sorgt für Zufriedenheit und Sicherheit.